Ich glaube im Endeffekt, weil wir so viel aufeinander sein über die ganze Wintersaison hinweg. Also ich glaube, es sind mittlerweile fast 150 Tage, was wir miteinander verbringen. Das ist halt Spaß ein extrem wichtiger Punkt bei uns. Ich glaube, wir haben einen brutal coolen Schmäh in der Gruppe. Ich glaube, das ist auch das, was unsere Gruppen zurzeit einfach so stark macht. Gut, dann kann man den Fall nicht oft. Also bei uns ist eigentlich selten, wer so richtig schlecht drauf, wo du denkst, okay, war gescheiter, der geht jetzt irgendwo hin. Aber nein, ich glaube, dadurch, dass gewisse Leute einfach einen besseren Draht zueinander haben, dann fischt man sich den halt einfach und ja, ermutigt noch einfach ein bisschen, beziehungsweise bringt man einfach auf andere Gedanken und dann ist das eigentlich relativ schnell wieder verflogen. Die Chiara. Nein, generell. Also bei uns in der Mannschaft sind es eigentlich viele, die mich zum Lachen bringen. Auch die Lisa, wenn es wieder mal einen blöden Witz oder so oder eine blöde Meldung, Witze verzünden würde, bei uns fast keiner. Freundliche Menschen und positive Menschen bringen mich eigentlich zum Lachen. Ja. Einmal haben wir unsere ganzen Anzüge aufgehängt gehabt im Zimmer, weil wo in einem 15 Quadratmeter Zimmer zu zweit mit Sprungsachen ist oft sehr, sehr wenig Platz. Dann musst du deine Sprunganzüge meistens auf Vorhänge, Vorhangstangen irgendwo aufhängen. Und wir haben gerade einen richtigen Thriller oder Horrorfilm geschaut, das war gerade richtig, richtig gruselig. Und im gruseligsten Moment, da vorne mir bricht die Vorhangstange runter und dann haben wir mal beide geschrien und dann haben wir beide Tränen gelacht, weil wir haben uns beide eigentlich voll angeschissen gerade und richtig Angst gehabt. Und genau zu dem Zeitpunkt haben wir es, weil wir das Zimmer zu lecken. Es war ein guter Zeitpunkt. Ich glaube, die besten Witze, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, der Jan ist da ganz, ganz oben eingereiht bei uns. Der kann einfach so gut einen Witz erzählen. Boah, schlechteste Witze erzählen. Ich würde sagen, ich erzähle fast die schlechtesten Witze. Ja, ich bin gleich eine, die was immer gleich ins Bäcker oder so feiern tue ich eigentlich nicht recht gern. Nein, Spaß. Also mir ist das schon sehr wichtig. Wir haben es jetzt auch wieder eingeführt im Team. Ja, Geburtstage haben wir eigentlich eh schon immer gefeiert. Also gerade jetzt erst einmal der Karian haben wir auch angestoßen. Und meiner ist meistens in Japan, also da haben wir auch immer was zum Feiern. Und Karaoke. Karaoke-Bar, ja, genau. Grundsätzlich finde ich schon. Also wir sind ja so viel zusammen unterwegs. Und wie Sie auch schon gesagt haben, also da ist einfach schon wichtig, dass man Spaß miteinander hat und dass man auch ein bisschen gemeinsam feiern kann. Also finde ich sehr wichtig. Ja, finde ich auch. Meistens wird eine Geburtstagsrunde gezahlt und von denjenigen, ah, das war's dann wieder. Ich weiß nur noch, ich habe einmal früher, da bin ich mit dem Dieter Thomas und meinem fetten Manuel und ich in Trondheim Michi seinen Geburtstag feiern gegangen. Er hat nicht mitgekommen, weil er krank war, aber wir haben seinen Geburtstag gefeiert. Aber es war ganz lustig, aber er war leider nicht dabei. Ja, mir persönlich ist das schon ganz wichtig, weil man weiß einfach nicht, ob das noch einmal so ist, ob man noch einmal so Erfolge feiern kann. Deswegen finde ich schon jeder einzelne Erfolg wichtig, zumindest anzustoßen und das ein bisschen so Revue passieren lassen, weil wie gesagt, wer weiß, wie oft das noch passiert.